Wie kommt ein Superstar wie Beyoncé zu ihrem eigenen Konzert? Etwa mit einer Limousine, einem Privatflugzeug, einem Tourbus? Nein, sie ist einfach mit einem Fahrrad gefahren. Der Popstar ist einfach über die Brooklyn Bridge gefahren, bevor sie ihren Auftritt im Barclays Center hatte. Sie hatte sich eingehüllt und sie trug Shorts und ein blaues Shirt. Sie versteckte ihr Gesicht unter einem Hut und einer Sonnenbrille. Wir fragen uns, wie viele Fans sie gesehen haben und nicht erkannt haben, dass es Miss Carter ist. Im letzten Herbst war ihr Ehemann Jay-Z in der U-Bahn zu sehen. Er nutzte den öffentlichen Nahverkehr in New York City. Und seine Frau war etwas sportlicher. Kein Wunder, warum sie so gut in Form ist. Ihre nächste Tour ist in England. Dann muss sie sich sicherlich ein schnelleres Transportmittel suchen.